stand da vorne, da bewegt sich kein Stück. Aua. Ist da oben vielleicht ein versteckter Mechanismus? Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Wie bewegt man den Sockel darüber? Jetzt gibt es hier noch einen anderen Sockel. Kann ich hier reinspringen? Autsch. Ich feuer das jetzt einfach mit Magie ab. Irgendwie bringt es das nicht so recht. Sag mal, Donald, du kannst doch auch andere Magie, oder? Was kannst du eigentlich? Kann ich das überhaupt irgendwo nachgucken? Das sind die Abilities, das ist was anderes. Apropos Abilities, hatten wir nicht irgendwo mal ein Level Up? Ah, guck mal. Klingt gut. Rüsten wir aus. Ich hab... Aha, hab ich da noch? Nee, er hat nur ein AP übrig. Das ist die Ausrüstung. Oh, weh. Ich habe nur Feuer und Eis. Wie soll das denn jetzt bitte funktionieren? Ich hoffe, ich bin auch in der richtigen Welt, aber ich meine, standardmäßig geht man doch erst in die Welt, wo dran steht, dass man's... Also, dass da Level 2 ist, oder? Und nicht gleich in die Level 3 Welt. Ja. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr stylisch aus, bringt nur relativ wenig. Goofy, wie wär's, wenn ihr mal, mir mal helft? Ihr seid doch groß und stark und... Zutritt verboten. Hilfe. Der ist doch viel zu schwer. Sag ich doch. Was? Zu schwer? Seit wann bist du denn so kleiner? Ich bin nicht Herkules. Oh, war eine Verwechslung. Was machst du denn hier? Das hier ist die weltberühmte Arena. Zutritt nur für Helden. Und ich bin mit den Vorbereitungen für die Spiele beschäftigt. Also zieht Leine, ihr Pimpfe. Der kann so geil Schmollmund ziehen. Also, die Sache ist die. Die größten Helden aus der ganzen Welt kommen hier in die Arena, um mit wilden Bestien zu kämpfen. Seid ihr still, abgewahre Helden? Ihr seht aber nicht so aus, ja, wenn ihr ehrlich seid. Er wurde sogar vom Schlüsselschwert aus. Oh, Goofy, das wollen wir nicht jedem erzählen. Ein Held? Dieser Wicht? Schön, dass das uns nicht glaubt. Goofy, trotzdem nicht jedem das mit dem Schlüsselschwert erzählen. Also, wenn du doch nicht mal damit klarkommst. Genauso wenig wie du? Bist du alles andere als... Ein Held! Muskeln allein reichen wirklich nicht. Tja, wollen mal sehen, was du drauf hast. Was soll das denn jetzt heißen? Diese Probe wird hart. Mach dich auf was gefasst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Noch nicht. Okay, noch nicht. Ich möchte erst speichern. Speichern for the world. Ich speichere wahrscheinlich übertrieben oft, oder? Tut mir leid, das ist nicht irgendwie in meiner Natur. Ich neige dazu, es zu tun. So. Wundervoll. Ich speichere schätzungsweise alle 5 Minuten. Hihi. So, ja, ich bin jetzt bereit. Ich bin bereit. Okay, Kleiner, mal sehen, was du drauf hast. Okay, gegen... Was soll ich jetzt tun? Muss ich gegen irgendjemanden kämpfen? Oh Gott, nein! Die Regeln sind einfach. Zerschlage alle Fächer innerhalb des Fässer innerhalb des Zeitlimits. Fertig, los. Gottes Willen. Nein, Sora, reiß dich bitte zusammen. Sora, ich bitte dich. Ah, dieser Junge. Das schaffe ich nicht.
Was ist denn gerade los gewesen? Wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe so schnell gedrückt, ich habe überhaupt nicht gelesen, was da stand, weil ich noch im Geist am Schlagen war. Okay, ich muss gleich mal anfangen, Fässer anzuvisieren, glaube ich. Komm schon! Gott, das schaffe ich wieder nicht. Gerade lief es schon so gut und dann nur die letzte kleine Scheiße. Ich hoffe, es gibt nicht viele von diesen Tests. Ich kann und mag sowas ehrlich gesagt nicht. Ja, halt die Fresse. Ja, den letzten kann ich immer nicht. Was auch sonst. Komm schon! Aha. Sora, bitte! Der ist so schwerfällig in seinen Bewegungen, das bin ich irgendwie überhaupt nicht gewöhnt. Und vor allen Dingen, wenn er einmal in der Combo drin ist, glaubt ihr, den kriegt man da so schnell wieder raus? Ja, fuck you. Tut mir leid, dass ich in diesen Aufnahmen so viel fluche, aber irgendwie geht mir das gerade auf die Nüsse. Was ist jetzt? Na, das hat gerade irgendwie relativ lange gedauert. Das da. Immer dieser eine Scheißkarton. Oh nein. Sora, bitte. Junge, reiß dich zusammen. Das. Ey, keine Chance. Wisst ihr was, ich jetzt mache? Ich werde das jetzt einfach weiter versuchen und ich werde das gleich einfach rausschneiden, weil das macht mich noch fuchsiger, wenn ich weiß, dass ihr mir jetzt dabei zusehen müsst, wie ich da 10-mal faile. Das geht mir irgendwie noch mehr auf die Ketten, wenn, ich weiß nicht. Ich werde das jetzt einfach rausschneiden und euch Bescheid sagen, weil ich es geschafft habe, sozusagen. Also bis gleich. Komm schon! So, okay, ich hab's jetzt geschafft. Ich habe nicht gezählt, wie viele Versuche es waren, aber es war eine ganze Menge. Oh Mann, so ein nerviges Spiel, okay. Also nicht Kingdom Hearts an sich, sondern dieses Minispiel. Okay, nicht schlecht für einen Anfänger jedenfalls. Ich hoffe, da gibt's nicht noch mehr von. Bitte. Oh nein. Die Regeln sind einfach. Zerschlage alle Fässer innerhalb des Zeitlimits. Fuck you. Oh nein. Ja, ich bin gerade voll am Abfailen hier, weil ich mich auch nicht wirklich konzentrieren kann. Ich habe gerade einfach auch das Problem, wenn ich jetzt aufhören würde, müsste ich wahrscheinlich die erste gleich auch nochmal machen, ne? Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber die ist vielleicht ein bisschen einfacher, ich weiß ja nicht. Nein. Oh Gott, da unten steht auch noch eine, ich sehe sie da unten. Da steht auch noch eine. Hallo. Mann. Ja. Da merke ich auch gerade wieder, dass ich diese Kameraführung nicht mag. Ich bin jemand dieser klassischen Sorte. Kamera von oben. Nicht von hinten. Aber diese Scheißkamera ist fix. Das heißt, ich kann sie nicht bewegen. Nein. Ja. Fuck you. Hallo. Ich glaube, ich mache das gleich wieder so, dass ich es rausschneide, weil alle Sachen, die auf Zeit gehen, bringen mich persönlich nur zum Fluchen. Und das wollt ihr euch nicht die ganze Zeit anhören, denke ich.
Ich werde das diesen Versuch jetzt euch noch zeigen und dann werde ich es wieder rausschneiden, weil, wie gesagt, alle Sachen, die auf Zeit gehen, gehen mir tierisch auf die Nüsse. Das heißt, ich fluche nur und das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man das macht. Das ist halt so, weil ich es einfach nicht mag und ja. Deswegen fluche ich halt. Leider habe ich auch keine MP mehr. Sonst wäre die Sache um einiges einfacher, aber nein, ich habe keine MP mehr und die füllen sich auch nicht auf. Ich habe auch keine... Ach, halt die Klappe. Okay. Wie gesagt, ich versuche das jetzt einfach noch ein bisschen weiter und ich schalte euch wieder dazu, wenn ich es geschafft habe, damit ihr mich nicht fluchen hören müsst. Bis gleich. Oh Gott! So, das haben wir auch geschafft. Oh Gott, ihr glaubt gar nicht, wie mich diese Minispiele aufregen. Guck mal, wie knapp das war. Okay. Hey, du bist besser, als ich dachte. Oh, hätten hier, es kommt noch eins, ey. Naja, keins mehr? Gar nicht so schlecht, Kleiner. Scheint, als würde ich bei den Spielen mitmachen. Leider nicht. Warum denn? Zwei Worte. Ihr seid keine Helden. Ach, komm schon. Das waren vier. Als wahrer Held musst du erstmal mit dieser Magie fertig werden. Die Kraft des Stroms erhalten, die Magie Blitz erlernt. Sehr interessant. Blitz, okay. Wie auch immer, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause, weil, dieses Minigame-Zeug hat mir gerade echt den Rest gegeben. Das hat mich gerade so aufgeregt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh. Gut, dass ich das rausschneide. Ich hasse sowas. Also es gibt eine Sache in Videospielen, mit dem man mich jagen kann. Und das sind alle Dinge, die auf Zeit gehen, weil ich da total abfaile. Dann werde ich so nervös und dann geht mir das auf den Keks und dann fange ich an zu fluchen und dann regt mich das auf und dann denke ich die ganze Zeit, kann das nicht endlich fertig werden? Wobei ich jetzt gerade dachte, dass es sogar drei Sachen gibt, weil die magische Zahl ist ja doch meistens drei Prüfungen oder so ein Scheiß. Und ich bin froh, dass es jetzt nur zwei waren, weil die dritte, da wäre ich wahrscheinlich so abgegangen. Ich habe Gott sei Dank auch nicht gezählt, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Das hätte mich bestimmt nur noch mehr aufgeregt. Insofern, ich beende die Aufnahmesession erstmal und ruhe mich aus, denn das hat mich jetzt gerade echt fertig gemacht. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!